Magdalena Neuner, die erfolgreichste Biathletin aller Zeiten, 12 Goldmedaillen und Rekordtitelträgerin. 2010 war dein Höhepunkt als Doppel-Olympiasiegerin der Olympischen Spiele in Vancouver. 34 Weltcupsiege. Wow, wenn ich das so alles runterratter, dann frage ich mich, wie fühlt sich das denn für dich an, wenn du das hörst? Naja, es ist für mich natürlich dann damals als Sportler auch ein bisschen Alltag gewesen, eben diese Erfolge zu haben. Und jetzt macht es mich einfach immer noch stolz. Es ist ganz toll, es auch mal wieder daran erinnert zu werden, weil mein Alltag sich jetzt nicht mehr so sehr um Sport dreht und um diese Erfolge. Und sich das selber auch immer mal wieder in Erinnerung zu rufen, tut schon sehr gut und macht mich sehr stolz. Wie war denn so der erste Tag, wo du gemerkt hast, so jetzt verabschiede ich mich von dem Profisport? Es war eigentlich ein sehr langer Prozess. Also es gab jetzt nicht so einen Tag X, wo ich gesagt habe, so, die Entscheidung ist gefallen, es kommt jetzt irgendwas Neues. Es waren 2 Jahre, wo ich mir immer wieder Gedanken darüber gemacht habe, was kommt denn noch in meinem Leben? Wie lange bleibe ich in dem Sport? Mache ich sowas bis Mitte 30? Oder was gibt es denn noch in meinem Leben, was ich noch erreichen möchte? Und das hat sich in diesen 2 Jahren immer mehr gesteigert, dieses Gefühl, dass wahrscheinlich was Neues kommt in meinem Leben. Was ja. Neues, was kam denn? Also du wohnst mit deinen 2 Kindern auch jetzt in einem neuen Haus, ja, mit deinem Mann dazu. Ach, da kriegen wir noch eine kleine Requisite mal noch. Also es kam ganz viel Neues. Erstmal, nachdem ich aufgehört hatte, habe ich viel Neues ausprobiert. Ich war viel unterwegs, habe viele Termine für meine Partner gemacht, habe auch viele Diskussionsrunden, spannende Fernsehsendungen gemacht. Also es war ganz viel Unterschiedliches, weil es für mich auch so eine Findungsphase war. Also wo geht der Weg hin? Was gefällt mir besonders gut? Was ist eher das, was ich die nächsten Jahre nicht so machen möchte? Und das Thema Familie stand natürlich auch immer im Raum. Also ich wollte immer früh Mama werden und junge Mama werden. Und ich habe ja schon mit 25 meine Karriere beendet. Und so nach 2 Jahren war es dann auch so weit. Da kam dann unsere Tochter zur Welt. Und ich habe dann die Dinge, wo ich gemerkt habe, die machen mir Spaß, die machen mir Freude und das kann ich auch gut, verknüpft mit dem Familienleben und muss sagen, das macht mich sehr glücklich und es ist nach wie vor so. Wie lebt ihr denn? Also du wohnst ja in Wallgau, Garmisch-Partenkirchen und du bist ja ein sehr verwurzelter, verheimateter Mensch. Was bedeutet denn Heimat für dich? Heimat ist für mich einfach so ein Gefühl, wenn man von einer langen Reise zurückkommt und ich kenne das wirklich, ich war ja oft über ein halbes Jahr nicht zu Hause, also nicht am Stück, aber im Endeffekt war es die meiste Zeit so, dass ich irgendwo im Hotel gelebt habe und für mich war immer dieses Gefühl, auf der Autobahn dann so Richtung Berge zu fahren und dann das Ortsschild zu sehen, jetzt bin ich zu Hause, also so dieses Ankommen und sich zu Hause fühlen und auch einfach der Ort, wo die Familie lebt, wo die Menschen leben, die man schon sein ganzes Leben lang kennt und ich komme aus einem ganz kleinen Dorf und da ist es halt schon so, dass sich wirklich jeder kennt, also man grüßt sich, man ist da wirklich daheim. Das ist halt nicht anonym. Manche Leute mögen das nicht, wenn man natürlich auch, auch viel über jemanden weiß. Es ist natürlich so im kleinen Ort, dass jeder wahrscheinlich sogar noch mehr über einen weiß als man selber. Aber für mich macht es irgendwie aus, ja. Und da hast du auch deinen Mann kennengelernt oder ihr kennt euch schon ja ultra lange. Er Immer ist schon. Ja Zimmermann. Wie kam es dazu, dass es auf einmal daraus dann Liebe wurde? Er war eigentlich immer so mein Kindergartenfreund und meine Kindergartenliebe tatsächlich und sowas gibt es wahrscheinlich nicht so oft, dass es tatsächlich dann auch so ist, dass man später dann auch verheiratet ist und Familie hat, aber wir haben uns die ganzen Jahre nie aus den Augen verloren und haben immer eine gewisse Sympathie füreinander gehabt, auf freundschaftlicher Basis und irgendwann dann mit Anfang 20 haben wir beide festgestellt, wir glauben, es ist ein bisschen mehr als Freundschaft. Und Dann hat Zoom gemacht, genau, da gibt es ja dieses bekannte Lied und tatsächlich so war es. Und für mich ist es, ich fühle mich sehr angekommen. Für mich ist es wirklich eine gute Entscheidung gewesen, wieder heimzukommen von all diesem Trubel und ja, natürlich auch irgendwo aus der Welt. Ich war ja überall unterwegs, was total schön war und was ich auch nicht missen möchte und was mir jetzt so ein bisschen fehlt, weil uns ja diese Freiheit im Moment ein bisschen fehlt, dass man einfach mal wieder woanders hinkommt. Aber dieses Nachhausekommen und wirklich auch zu den Menschen, die da sind und da auch irgendwie geerdet sind. Mein Mann ist da, glaube ich, recht ähnlich wie ich. Wir sind beide sehr verwurzelt und von daher passt es gut. Was ich mich jetzt so frage, wenn du berichtest, dass du viel in Hotelzimmern unterwegs warst, wie hast du denn diese Zeit wahrgenommen? Ist die wie so ein D-Zug an dir vorbeigerast oder konntest du das auch wirklich irgendwie genießen? Teils. Also natürlich, wenn man gerade in dem Moment drin steckt, ist es manchmal so, dass
die Zeit gar nicht vergeht, wenn man irgendwie so, also man muss sich das so vorstellen, dass man natürlich eine gewisse Zeit draußen ist, beim Wettkampf, beim Training und so weiter, aber den Rest des Tages, ich sage jetzt mal, naja, wahrscheinlich 14, 18 Stunden, ist man irgendwie im Hotelzimmer, wo man einfach gar nichts tut eigentlich. Ein bisschen liest, mal zu Hause anruft, sich versucht, ein bisschen zu beschäftigen. Aber diese Zeit fand ich manchmal schon echt quälend lang, auf den Wettkampf zu warten. Wir hatten manchmal erst abends Wettkampf. Da steht man dann auf und muss den ganzen Tag irgendwie so ein bisschen in Stimmung bleiben, konzentriert bleiben, ein bisschen rausgehen. Und das fand ich manchmal schon echt lang. Jetzt rückblickend gesehen, ach, ist die Zeit eigentlich wie im Flug vergangen. Das waren ja nur 6 Jahre für mich im Weltcup-Zirkus, also wirklich in dieser sehr intensiven Zeit. Und ja, am Ende ist es doch sehr schnell vergangen. Du bist ja jetzt auch TV-Expertin bei der ARD. Wenn du jetzt gerade so den Sportlerbetrieb so dir noch mal ein bisschen anschaust, mit wem hast du noch Kontakt und wie, vor allen Dingen auch, wie schwierig ist gerade die Situation für die Sportler in Corona-Zeiten? Ich habe gerade mit denjenigen noch Kontakt, die auch so in meinem Alter ungefähr sind. Das sind jetzt quasi schon die, die jetzt die Ältesten im Team sind, so wie Ann Pfeiffer, Maren Hammerschmidt, die ich noch so aus meiner eigenen Erfahrung sehr gut kenne, Franziska Preuß. Ich versuche natürlich, die Sportler jetzt nicht so viel zu belästigen. Ich gehöre ja jetzt auch zur Presse und da ruft ja dann doch ständig mal irgendwer an und möchte was wissen. Aber hin und wieder hören wir uns oder schreiben uns. Und ich glaube, die Sportler können ganz gut damit umgehen. Sportler sind sehr diszipliniert und haben, glaube ich, kein großes Problem, sich auf solche Dinge einzustellen. Ich glaube, da tun viele andere Menschen sich viel schwerer. Also ein Sportler ist da schon gut eingestellt auf sowas. Ja. Kannst du uns denn vielleicht einen sportlichen Tipp mal geben? Irgendwas, was dir weitergeholfen hat, um sich vielleicht zu fokussieren nochmal? Ich habe sehr früh angefangen, mentales Training zu machen und arbeite auch nach wie vor mit einem Unternehmenscoach zusammen, was ich sehr spannend finde. Und von dem habe ich ja diese Konzentrations- und Visualisierungsübungen gelernt. Und man denkt, das ist nur für einen Leistungssportler sinnvoll oder für jemanden, der ständig irgendwie viel abrufen muss. Aber letztendlich profitiert man auch als völlig normaler Mensch in schwierigen Situationen, Situationen, wo man vielleicht auch nicht so richtig weiß, wie es wie es jetzt so recht weitergeht, wenn man auch Entscheidungen treffen muss im Leben, egal in welchem Bereich, beruflich oder privat. Und da habe ich schon sehr viel aus dem Leistungssport mitgenommen, muss ich wirklich sagen. Ja. Was meinst du so mit Visualisierungstechniken, wenn wir es jetzt mal für die Zuschauer, Zuschauerinnen ein bisschen konkreter machen? Gibt es da so irgendwas, was du uns empfehlen kannst? Also ich kann jetzt mal ein Beispiel aus dem Sport sagen und ich glaube, das kann man schon vielleicht in einer gewissen Art und Weise aufs normale Leben übertragen. Ich hatte bei den Olympischen Spielen, habe ich mich vorbereitet auf den Massenstart und das war für mich so ein Wettkampf, wo ich unbedingt Gold gewinnen wollte. Also das war für mich schon so, ich wusste, dass ich diese Disziplin gut kann und auch sehr gern mag. Und wir haben dann diesen Wettkampf am Abend vorher wirklich insofern visualisiert, dass ich vom ersten bis zum letzten Moment dieses Wettkampfs mir alles vorgestellt habe, wie fühlt es sich an, jetzt am Start zu stehen? Wie fühlt es sich an, auf der Strecke zu sein, am Schießstand? Ich sehe die Zuschauer, also sich wirklich in diese Situation zu versetzen und das Wichtigste, das Ziel vor Augen zu haben. Also zu wissen, was ist denn mein Ziel, was möchte ich denn erreichen und wie soll es sich denn anfühlen am Ende? Also dieses Gefühl abzuspeichern, wie fühlt es sich dann an, als Erste über die Ziellinie zu laufen beim Massenstart. Und am Ende war es tatsächlich so, dass ich am nächsten Tag Olympiasiegerin im Massenstart geworden bin. Und verrückterweise hat sich dieser Wettkampf genauso angefühlt, wie ich mir das am Abend vorher visualisiert habe. Und ich glaube, das zeigt, dass es total wichtig ist, Ziele zu haben und zu wissen, wie komme ich dahin, wie soll sich das anfühlen, zu diesem Ziel hinzukommen. Und diese Übung mache ich eigentlich immer mal wieder und das geht auch im Kleinen. Und ich glaube, es kann jeder für sich auch mal ausprobieren. Also auf jeden Fall ein ganz, ganz guter Tipp von Magdalena. Das werden wir auf jeden Fall mal probieren oder ich werde es auch mal probieren. Das heißt einfach die Ängste noch mal ein bisschen wegschieben und sich richtig in diese positive Situation reinfühlen. Und die positiven Gefühle abspeichern. Also zu wissen, wie positiv hat es sich denn angefühlt? Was ist es für ein schönes Gefühl, dieses Ziel zu erreichen? Also zu wissen, dass es ein tolles Gefühl ist, erfolgreich zu sein. Und ich glaube, das hilft. Vielen Dank für den Tipp. Meine Frage jetzt, was ist denn dann in einer Situation, wenn es mal nicht so gut läuft? Also wie gehst du oder gingst du mit diesen schwierigen Situationen um? Auch wenn es natürlich für viele von außen immer nicht so ausgeschaut hat. Also ich bekomme oft den Satz, ja, bei dir ist ja eh immer alles total gut gelaufen. Du warst ja eh immer super erfolgreich. So war es definitiv nicht, aber die Schattenseiten bekommen halt die wenigsten Leute erst mit. Und ich hatte das große Glück, dass ich aus diesen schwierigen Situationen immer sehr schnell wieder rausgekommen bin. Und das, glaube ich, auch war kein Zufall. Also ich habe schon immer sehr aktiv daran gearbeitet. Immer wenn ich gemerkt habe, jetzt ist gerade so ein Punkt, wo ich unzufrieden bin, wo es jetzt auch nicht so hundertprozentig läuft, habe ich sofort angefangen, das zu analysieren,
woran liegt es, was ist denn das Problem und habe Entscheidungen getroffen für mich. Was muss ich ändern? Was muss ich tun, um diese Situation zu verändern? Und dann habe ich es eigentlich immer relativ schnell geschafft, auch wenn es manchmal sehr schwer war. Und ich habe mich auch oft gefragt, für was es jetzt wieder gut war oder was da jetzt der Sinn dahinter war. Und ich glaube, alles, was auch mal negativ in unserem Leben passiert und alles, was auch schwierig für uns ist, das sind die Momente, die uns wirklich tatsächlich weiterbringen. Und ich hatte so ein Jahr vor den Olympischen Spielen, da lief es bei mir so überhaupt nicht. Da war ich ständig krank und ich war gut im Weltcup, aber ich habe halt nichts gewonnen, habe bei den Weltmeisterschaften keine Medaille gewonnen. Und das war schon für mich so ein Punkt, wo ich vieles hinterfragt habe. Aber da habe ich gemerkt, es gehört eben einfach noch mehr dazu, erfolgreich zu sein. Also nicht nur Laufen üben und Schießen üben, sondern man muss vom Kopf her auch die Bereitschaft haben und die Lust haben zu gewinnen. Und das war bei mir so ein bisschen verloren gegangen in der Zeit, weil erfolgreich zu sein ist auch manchmal anstrengend. Man wird von vielen Menschen gefragt und ist halt ja, mehr beschäftigt vielleicht als die anderen. Und ich habe das für mich schnell herausgefunden, wo das Problem lag und habe wieder Lust gehabt, erfolgreich zu sein. Und bei den Olympischen Spielen hat es dann auch wieder gut geklappt. Ist es denn, als du dann gesagt hast, okay, jetzt beende ich meine aktive Karriere, dann so von dir abgefallen? Weil du sagst, es ist ja auch schon sehr anstrengend tatsächlich, erfolgreich zu sein. Es war total spannend eigentlich, als ich tatsächlich dann die Entscheidung getroffen hatte, meine Karriere zu beenden. Ich habe das bekannt gegeben am Anfang des Winters, also meines letzten Winters, also im Dezember 2011 habe ich es bekannt gegeben und im März 2012 habe ich dann aufgehört. Und es ist so eine Last von mir abgefallen, weil ich endlich offen damit umgehen konnte, meine Gedanken, die mich ja, fast 2 Jahre begleitet haben. Und es hat mir so einen Auftritt gegeben, dass ich ab diesem Zeitpunkt, ab dieser Pressekonferenz, nach diesem Outing, wie beflügelt war. Und ich habe einfach nur noch gute Wettkämpfe gemacht. Ich bin fast bei jedem Wettkampf auf dem Podest gestanden und ich habe diese letzten Monate so genossen, wie eigentlich nie in meiner ganzen sportlichen Laufbahn. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, mal Entscheidungen zu treffen und hinter diesen Entscheidungen zu stehen und sie wirklich zu fühlen. Und das hat mir extrem viel Energie gegeben. Wenn es am schönsten ist, dann soll man aufhören. Genau, ne? So ist es tatsächlich, ja. Kannst du uns ja mal mitnehmen in dein jetziges Leben? Also wie läuft denn so ein Tag bei dir ab, so ganz privat? Wie kann man sich das vorstellen? Machst du noch Sport?